Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir Super Slayers. Roblox Victor und Roblox Felix haben mir dieses Spiel empfohlen. Das scheint von Robuilder zu sein. Ich habe gerade eben geguckt. Die Gruppe gehört auf jeden Fall Robuilder und die Map sieht auch sehr nach seinem Style aus. Auch werden wir mal schauen. Auf jeden Fall haben Roblox Victor und Roblox Felix mir gesagt, das hier ist wie Pet Simulator X, nur mit Schwertern. Und als ich eben mein Schwert auswählen sollte, dachte ich, ich krieg das jetzt und kann das schwingen. Aber scheinbar schwebt das um mich herum. Warum noch nicht? Warum bist du eigentlich so skinny, Luca? Naja, wie auch immer. Hier am Spawn sehen wir erstmal Global Strongest Players. Da gibt es scheinbar schon Leute mit ein bisschen Sword Damage. Ich mache wahrscheinlich 0 oder vielleicht 1. Ich mache 5. Das ist ja schon mal schön. Das ist ja wirklich aufgebaut wie Pet Simulator. Okay. Server Strongest Players. Under Construction. Okay. Oh, ich habe hier aber nicht genügend. Oh mein Gott, es gibt Rings. 400 Robux kosten die. Warum habe ich... Nee, die kosten 149 Robux. Dafür habe ich nicht genug. Ich glaube... Und es gibt einen Teleporter. Ich meine, der einzige Unterschied am GUI ist, die beiden Symbole hier sind bei Pet Simulator links und die... Diese Symbole hier sind bei Pet Simulator rechts und das hier ist oben. Aber sonst sieht das bisher aus wie Pet Simulator. Wir klicken auf den Teleporter und ich habe ihn nicht. Und der kostet 200 Robux. Wollt ihr mich eigentlich... Uiuiui. Es gibt einen Exclusive Shop. Mal wieder für Robux. Und Game Passes gibt es hier auch für Robux. Und Booster gibt es hier auch für Robux. Und Gems gibt es hier auch für Robux. Und man kann Codes eingeben. Und ich gucke jetzt als allererstes auf Twitter, ob wir irgendwelche Codes finden. Weil wir starten direkt mit Codes. Augenblick. twitter.com/Robuilder. YT. Gucken wir mal. Okay, Robuilder schreibt Sachen über Crypto. Okay, der erste Code, den ich gefunden habe, war nicht von Robuilder, sondern von Time Solution. Und er lautet Super Slayers. Und den gebe ich jetzt ein, Redeem Code, und ich kriege 1000 Coins. Immerhin. Viele Codes habe ich bisher noch nicht gefunden. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Code Super Slayers eingegeben, haben schon mal 1000 Coins. Wir können uns jetzt irgendwie ein neues Sword leisten. Ich weiß aber nicht, wo. Rank Rewards gibt es nicht. Ich will die ganze Zeit das Hoverboard verwenden, aber das sind hier Rings und ich habe sie auch noch nicht. Mit der Higher Rank. Dann gibt es hier solche Leute, die kann ich, glaube ich, oh ja. Wenn ich mich hier hinstelle, dann gehen meine Schwerten, dann geht mein Schwert einfach angreifen, okay? Wenn ich ihn nochmal anklicke, greift mein Schwert nicht mehr. Das ist ein Unterschied zu Pet Simulator X. In Pet Simulator X greifen die Pets weiter an, wenn man nochmal drückt. Oh, ich muss auch zu den Orbs hinlaufen. Wie schrecklich. Mir gefallen die Orbs übrigens nicht. Also vom Style her ist mir das Spiel hier zu gesättigt und zu klar. Es ist alles zu klar, es ist alles zu gesättigt. Da finde ich das ein bisschen die Atmosphäre von Pet Simulator X schon mal ein bisschen besser und die Orbs, die sind auch alle nicht so, nicht so mein Fall. Aber ja, wir werden jetzt erstmal diesen komischen Noob da oben wegklatschen mit unseren schwebenden Schwertern. Ist er jetzt endlich mal tot? Hallo? Stirb doch endlich. Währenddessen kann ich mich umgucken. Hier ist ein Haus. Hier steht eine Frau, die Leute hier kann ich auch töten, man. Das ist furchtbar. Das ist ein Spiel, in dem man einfach Noobs töten soll. Was soll denn das? Und manchmal, Leute, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da vorne ist der Shop, den ich eben die ganze Zeit gesucht habe. You completed, collect 100 Orbs. Yay, es gibt auch noch Achievements. Und ich bin nur noch 60% mit Noob schon fertig. Oh mein Gott, es ist so Pet Simulator X und es ist alles so leise. Aber was mir auch auffällt, das Spiel hat keinen Voice Chat aktiviert. Warum nicht? Warum hat er keinen Voice Chat angemacht? Oder hat Robuilder etwa keinen Voice Chat? Yay! Es gefällt mir übrigens, dass das Spiel so leise ist. Weil das... Deswegen habe ich eben auch an Voice Chat gedacht, weil das ist dann Voice Chat freundlich. Weil wenn das Spiel in einer anständigen Lautstärke ist, kann man es auch lauter stellen, sodass man auch den Voice Chat hören kann, wenn man dann mal mit jemandem sprechen sollte. Wir gehen jetzt zum Shop und ich bin so ultra langsam und hier ist alles locked, außer die Dinger hier. Und hier steht nicht, was ich kriege, wenn ich die öffne. Okay, dann öffne ich erstmal diese Crate hier. Ach, und da kommt keine Animation, sondern... Ach, jetzt! Jetzt kommen da Sachen. Ach, meine Kamera muss näher dran sein. Oh. Ja, okay. Dann öffne ich noch eine Crate und jetzt habe ich schon mal diese drei Schwerter hier. Keine Ahnung, was ich davon halten soll, dass man schwebende Schwerter sammelt. Wir töten jetzt erstmal diesen Noob. Schlachtet sie ab. Sie hat keine Chance gegen uns. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, oder? Also ich farm jetzt sehr viel schneller als vorher, aber ich habe auch bessere Schwerter als vorher. Ich meine, ich habe erstens drei Schwerter und zweitens sind zwei davon besser. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon fast genug, um die bessere Crate zu öffnen. Wenn ich jetzt alle Pets hier schicke, sammle ich dann auch noch so schnell? Nö, tue ich nicht. Also gehe ich doch auf die kleinen Noobs. Dann macht das, glaube ich, eher mehr Sinn, solange ich mir die kleinen Noobs eher leisten kann. Wobei, der hier ist auch schon wieder ein bisschen stärker ran. You can afford the advanced spawn crate. Yay! Aber ich finde es schön, dass sich diese Noobs nicht wehren. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht und irgendwann sind sie tot. Ein normaler Typ, der von tausenden Schwertern durchbohrt wird, würde sich normalerweise wehren oder weglaufen. Aber der steht da nur rum und denkt sich, lol, I'm in danger. Tot. Alles klar. Jetzt haben wir 12.000 Coins. Ich gehe immer noch hier. VIP-Area kann ich, glaube ich, nicht rein. Oder zumindest kann ich damit nichts machen. Und ich sehe gerade, hier ist so ein Script drin, mit dem mein Kopf sich mitbewegt. Das geht ziemlich schnell mit dem Kopf bewegen. Na gut, okay. Leben wir einfach mit. Wir öffnen jetzt noch eine Crate. Kriegen irgendwas. Jetzt möchte ich noch eine Crate. Please öffnen, please. Achso, die wackelt. Yo, Cyber Sword, kommen. Gab es vorhin auch diese Animation? Weil wenn ja, dann habe ich sie nicht gesehen. So, jetzt aber. Und noch eine Crate. Und da kommt jetzt raus...
Noch ein Common Cybersword. Yay. Ja, meinetwegen. Dann kann ich das hier wegmachen, die dann ausrüsten. Jetzt habe ich 2 Cybersords und einen Sharp Cutter. Und ich glaube, wir müssten mal die nächste Region freischalten. Nur 10.000 zum Unlocken, dann machen wir das jetzt. Frage ist, macht es mehr Sinn, seine Schwerter auf verschiedene Noobs gleichzeitig zu hetzen oder nicht? Da oben gibt es Sword Upgrades, die können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Aber vorher muss Gertrude noch sterben. Das hast du davon, Gertrude. Du wirst es dir zweimal überlegen. Ich weiß gar nicht, was hat sie überhaupt getan? Ich glaube, sie hat gar nichts getan. Gar nichts zu tun. Okay. Ein Schwert dahin, ein Schwert dahin, ein Schwert dahin. Viel Spaß, Kinder. Wir gehen jetzt hier hoch. Sword Upgrades. Dann kann ich ein Sword aussuchen und für 250 Gems, das wird wahrscheinlich mehr, convert 5 Basic Weapons to 1 Golden Weapon. Ach so, okay, okay. Also auch so ähnlich wie ein Pet Simulator. Hat sich da jemand ein bisschen orientiert an einem gewissen Spiel? Na schön, die Swords haben jetzt aufgeräumt. Außer das hier. Kill 5 Bacon Hairs. Ja, Mann. Warum sind das alles Frauen? Ah, ne, da vorne gibt es auch Männer. Oh, hier sind noch Orbs, die ich einsammeln kann. Yay. Ich krieg so viele Erfahrungsdinger und so. Cool. Ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Es fühlt sich... Also, Pet Simulator hatte diesen Faktor, ja, Mann. Boah, es geht voran. Ich krieg so Endorphin-Kicks. Aber hier habe ich bisher noch nicht dieses Gefühl. Es ist zwar ganz nett umgesetzt. Es ist schön. Guck mal, man geht hier rein und... Man kriegt anderes Lighting, das gefällt mir auch. Da bin ich Fan von, ja. Aber bisher gibt mir das Spiel noch nicht so diesen Kick, dass ich süchtig danach werde. Vielleicht kommt das, wenn ich stärkere Schwerter habe. Vielleicht kommt das, wenn ich... wenn ich einfach noch ein bisschen weiter gespielt habe. Aber so ein Spiel sollte im Optimalfall jemanden von Anfang an catchen. Wobei, da frage ich mich ja auch schon seit Ewigkeiten, wie Pet Simulator 1 das geschafft hat. Ich meine, in Pet Simulator 1 kann man ja nur von Anfang an gecatcht werden, wenn man von Anfang an OP-Pets geschenkt bekommt. Weil die ersten Regionen, durch die will sich keiner durchfarben, oder doch? Hatte jemand von euch Spaß daran? Ich glaube nicht. Naja, meine Schwerter gehen jetzt erstmal schnetzeln. 40.000 zum Unlocken dieser Region, 575.000 für diese Region. Was haben wir noch? Die Kamera kann nicht weiter rausgehen. Das gefällt mir ein bisschen, weil so wirkt die Map dann etwas größer. 2,15 Millionen für diese Region. Okay, okay. Ich meine, immerhin beim Building hat er sich so ein bisschen gedacht, yo, machen wir mal was anderes. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob mir der generelle Look von diesem Spiel gefällt. Es ist mir irgendwie ein bisschen zu viel alles. Ich meine, die Shapes und so, der Low-Poly-Look, der gefällt mir auf jeden Fall. Aber vielleicht hätten die Sachen andere Farben und vielleicht ein bisschen Textur gebrauchen können. Ihr könntet jetzt sagen, nee, Low-Poly soll keine Textur haben. Aber Pet Simulator X hat auch Texturen. Und es ist jetzt nicht so, dass das Spiel absolut realistisch aussieht. Es geht einfach nur darum, dass da irgendwelche Patterns drüber sind, um dem Spiel ein bisschen mehr Charakter zu geben, der Umgebung und so. Und wie gesagt, ich finde, es ist alles zu gesättigt, es ist alles zu stark. Die Farben sind alle zu intensiv für meinen Geschmack. Aber das ist, glaube ich, auch alles Geschmackssache. Ich meine, Sättigung spricht ja auch viele Leute an. Weil es so schön bunt ist. Oh mein Gott, er ist gleich tot, der Kaktusmann. Bam! Keine Chance gegen mich. Du hast keine Chance gegen mich, okay. Und jetzt stirbt der letzte Kaktusmann. Er hatte auch keine Chance gegen mich. Und wir bewegen uns zurück zum Shop. Und eigentlich braucht man Teleporter in solchen Spielen, weil ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust, mich so weit zu bewegen. Ich weiß auch nicht, ob es mir was bringt, wenn ich auf den Wegen zwischendurch jetzt meine Schwerter noch irgendwo hinschicke. Ich meine, das dauert ja auch, bis die fertig sind, jemanden wegzuschnetzeln hier. Und ich will trotzdem warten, bis sie fertig sind, jemanden wegzuschnetzeln. Ach Mensch. Aber ich muss wohl damit leben, dass ich warten muss. Aus irgendeinem Grund ist man hier einfach ein Amokläufer. Man läuft herum und tötet wehrlose Noobs. Ich meine, die sind ja alle wehrlos. Die wehren sich alle nicht. Das Spiel fühlt sich für mich bisher... Es ist ein fertiges Spiel, ja. Aber es fühlt sich bisher noch nicht wirklich an wie ein fertiges Spiel. Ich öffne diese Crate. Und ich kriege... Lemon Bar. Wow. Ich will sie nochmal öffnen, aber ich muss irgendwie eine Stunde warten, bis ich sie nochmal öffnen kann. Das finde ich auch nicht cool. Und Toyblade. Wow. So, jetzt noch eine letzte Crate, die ich erst öffnen kann, wenn das weg ist. Jetzt kann ich sie öffnen. Und ich ziehe... Ich ziehe. Black Cutlass. Was auch immer das sein soll. Mir gefällt das gar nicht. Es ist, also technisch ist es ein gut umgesetztes Spiel. Es ist an sich auch eine schön gebaute Map, aber im Gesamtkonstrukt funktioniert es für mich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für euch anders. Vielleicht findet ihr das Spiel richtig cool. Ihr könnt es gerne auch mal ausprobieren. Aber mich hat es bisher noch nicht gecatcht. Und ja, so ein Spiel muss mich catchen. Ich muss halt süchtig werden nach sowas. In Pet Simulator X war es so, dass diese Orbs einzusammeln, dass sich das gut angefühlt hat. Hier ist es so, ja, ich muss jetzt einsammeln. Ich weiß auch nicht, warum. Das Feeling stimmt einfach nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall stärkere Swords. Die kann ich jetzt mal auf den Noob setzen. Und der Noob
wird ein bisschen schneller weggemacht, aber man merkt nicht wirklich, dass ich bessere Sorts habe. Der Progress, es fühlt sich nicht so an, als würde ich kontinuierlich Fat Progress machen. Und das muss so ein Spiel schaffen. Ein gutes Spiel muss es schaffen, den User davon zu überzeugen, dass er richtig schnell vorankommt, auch wenn er in Wirklichkeit nicht schnell vorankommt, weil er soll ja lange mit dem Spiel beschäftigt sein. Und dieses Spiel hier gibt mir das Gefühl, als würde ich gar nicht vorankommen oder dass ich richtig langsam vorankomme, während ich wahrscheinlich wirklich relativ langsam vorankomme. Das heißt, der zweite Punkt ist erfüllt, aber der erste Punkt nicht. Ich habe nicht wirklich die Endorphin-Kicks. Ich finde es nicht cool. Ich bin nicht begeistert von dem Spiel. Aber ich kriege jetzt bald Beginner voll und dann You Can Afford Advanced Desert Crate. Yeah. Und dann müssen wir eigentlich auf die 150... Nee, wir müssen auf die 40.000 sparen. Dann machen wir das auch mal. Beginner ist immer noch nicht voll. Okay, dann machen wir noch den Kaktus-Typen weg. Ja, 40.000 ist dann die nächste Region. Novize! Und ich kriege 2.500 Gems. Also bis auf Schwerter verbessern weiß ich bisher noch nicht wirklich, was ich mit den Gems machen kann. Es fühlt sich bisher noch so an, als wären die Gems, die ich habe, auch relativ wertlos. Es gibt bestimmt auch noch Trading, oder? Es gibt hier wieder den Shop. Dann gibt es hier Achievements. Und hier gibt es so Einstellungen, Musik, Sounds. Die Musik höre ich sowieso nicht. So, ich habe jetzt mal den Sound sehr viel lauter gemacht, damit ich überhaupt was höre. Oh, da vorne ist eine Mumie. Komm, die Mumie, die schlachten wir auch gleich, nachdem ich den Kaktus hier habe. Stirb, Kaktus, stirb! Du wirst es bereuen. Warum wird dein Kopf eigentlich rot, wenn du gehittet wirst, aber die restlichen Parts nicht? Das ist auch so. Na gut. Ich kenne das aus anderen Scripts, dass wenn Roblox-Charaktere Schaden nehmen, dass der Kopf dann kurz rot gemacht wird. Bin aber nicht so ein Fan. Ach, guck mal, da wird der komplette Body rot. Das gefällt mir dann schon eher. Und in manchen Spielen ist es halt verbuggt. Zum Beispiel, wenn ich den KSI-Kopf trage, dann war es bisher immer so, dass mein Kopf dann einfach rot geblieben ist. War nicht so cool. Mein Handy meckert rum, dass es schon voll geladen ist und nicht weitergeladen werden möchte. Und ich öffne jetzt noch zwei von den Advanced Desert Crates. Und ich möchte jetzt mal was Cooles ziehen. Ich meine, komm. Dark Times. Vor allem, man sieht auch nicht, was man zieht, ne? Ist das so gedacht? Wenn ich in die Ego-Perspektive gehe, kann ich auch nichts öffnen, aber... Ja, das Ding erscheint halt irgendwo vor mir, aber vor mir ist ja immer die Crate. Und jetzt habe ich den Spire-Splitter und das war's dann schon wieder. Ich gehe wieder zurück zur Mumie. Ich meine, es würde mich wenigstens interessieren, wenn ich jetzt mal so ein seltenes Schwert ziehe, ob das dann so viel besser ist, dass ich dann immerhin so diesen Kick bekomme. Aber gibt's überhaupt Trading? Weil es sieht danach aus, ich finde kein Trading und ohne Trading macht das ja gar keinen Spaß. Man will Trading in solchen Spielen, oder nicht? Oder wie soll man traden? Oder haben die sich gedacht, nee, Spieler sollen das nicht skippen können durch Trading? Ja, okay, Bro. Sobald die Mumie weg ist, werde ich die neuen Schwerter ausrüsten. Und sie bringt mir einen Bonus von... Kaum was. Es gibt nicht mal... In Pet Simulator X gibt es auch so einen Bonus, wenn man Sachen abbaut. Der ist dann nochmal extra belohnt, Sachen abzubauen. Naja, jetzt habe ich schon so 64er Schwerter. Ich hätte sie nochmal auf so einen Typen los und der wird jetzt... Ja, es ist alles... Irgendwie, nee. Ich bin kein Fan von dem Spiel. Wenn ihr wollt, dass ich das Spiel nochmal ausprobiere, nochmal reingucke, vielleicht wird das Spiel ja weiterentwickelt, vielleicht bringt das Spiel ja noch ein bisschen mehr Content raus. Aber bisher fühlt es sich nicht fertig an. Bisher fühlt es sich an wie, ja, irgend so ein Spiel, aber es gibt mir nichts. Ich werde einfach nicht süchtig danach. Ich habe dabei nicht so wirklich Spaß. Wenn es für euch anders ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!